Piaggio hat mit dem V-Bike sein erstes Elektrofahrrad auf den Markt gebracht. Das 28 Zoll V-Bike ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Hier die Tiefeinsteiger-Version Unisex Komfort mit Kettenschaltung. Laut Piaggio ist das V-Bike eine einzigartige Kombination aus Italo-Design, nie dagewesener Vernetzung mit dem Smartphone und dem neuen selbstentwickelten Elektroantrieb. Der 250 Watt Mittelmotorantrieb ist hübsch verpackt und liefert ein maximales Drehmoment von 50 Newtonmeter. Das V-Bike ist ein Pedelec und unterstützt somit bis zu 25 km/h. Als Akku fungiert ein 36 Volt 11,6 Ampere-Stunden Samsung-Modul, das hinter dem Sattelrohr angebracht ist. Im Fahrbetrieb erweist sich der Antrieb als durchaus spritzig, aber nicht ganz so harmonisch wie etwa beim Marktführer Bosch. Hier wird sicher noch entsprechendes Feintuning erfolgen. Die Bedienung des Antriebssystems über die Steuereinheit am Lenker könnte auch noch vereinfacht und reaktiver gestaltet werden. Das V-Bike lässt sich auch über das Smartphone steuern. Dazu muss eine für iOS und Android verfügbare App heruntergeladen werden. Diese wird laufend abgedatet und um Funktionen erweitert. Grundsätzlich lassen sich Unterstützungsstufen, Diebstahlsicherheit und Fitnessfunktionen steuern. Im V-Bike ist zudem ein Ortungsmodul integriert. Wenn das Bedienpanel am Lenker abgenommen wird, ist das System automatisch deaktiviert und vor unbefugtem Zugriff gesichert. Bei der tatsächlichen Alltagsreichweite reiht sich das V-Bike in marktübliche Dimensionen ein. Wer vollgeladen losfährt, kommt im urbanen Bereich ohne Probleme ca. 50 km weit. Das Ladegerät, leider mit proprietärem Stecker und mit einem gut hörbaren Lüfter versehen, sorgt für eine Vollladung in ca. 3,5 Stunden. Das V-Bike fährt sich ein bisschen wie eine große Limousine, liegt satt auf der Straße und rollt auf pannensicheren Continental-Reifen. Zur Ausstattung zählen weiters hydraulische Shimano-Scheibenbremsen, Teleskopgabel, stoßgedämpfte Sattelstütze und eine 9-Gang Shimano Deore Kettenschaltung. Je nach Version ist eine stufenlose Novinci-Schaltung mit Zahnriemen im Programm. Preislich geht es bei knapp 3.500 Euro los. Die Topmodelle knacken die 4.000er Marke. Fazit: solide Ausstattung, ordentliches Fahrverhalten, gute Bremsleistung. Sowohl bei Antriebsabstimmung als auch Bedienung über das Smartphone besteht jedoch noch Raum für Optimierung. Insgesamt ist es für Piaggio aber ein beachtlicher Start in das für die Marke neue Segment der Elektrofahrräder.